So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Last of Us. In der letzten Folge sind wir hier in diese kleine Stadt gekommen und ja, haben ein bisschen Stress gemacht. Und wir gucken jetzt mal weiter, wie wir das Ganze hier jetzt so überleben. Zum Beispiel nur von dem Ding. Nur noch einen Schuss. Dafür hat der Headshot ganz gut gesessen. Okay. Ist das jetzt ein Okay, dass das hier alles geklärt ist? Oder ist das jetzt ein Okay, dass wir noch nicht alles geklärt haben? Gucken wir mal ganz kurz. Da ist nichts weiter. Haben wir hier noch welche? Nö. Gut. Damit sind wir zumindest den. Das ist eigentlich alles nicht so. Ich wollte da eigentlich ein bisschen sneaky rangehen an diese Sache. Und vor allen Dingen wollte ich die Hundis. Ich wollte den Hundis nichts tun, wa? Und jetzt musste ich beide Hundis komplett töten. Ärgerlich. Und zwar richtig ärgerlich. Die Munition liegt hier überall rum. Kann ich natürlich nicht aufnehmen. Wie sollte es auch anders sein? Schrotflinte. Okay. Ich würde gerne ein bisschen mehr Schnippermunition haben. Weil die habe ich natürlich jetzt ein bisschen verbraten. Aber gut. Das ist halt leider Gottes jetzt so. Das ist jetzt passiert. So, hier unten sind wir angekommen. Dann lass uns doch nochmal hier ein bisschen gucken, ob wir noch weitere Informationen bekommen. Oder ob das hier einfach nur eine leere Raum ist. Oh, guck mal hier. Hier kriegen wir zumindest einmal Munition für die Schnipper. Die ist ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig derzeit. Die Schnipper ist sehr mächtig. Und eigentlich für solchen Kampf, für solche Kampfszenen eigentlich völlig ungeeignet. Hier gibt es übrigens ein Safe. Da würde ich gerne rein. Aber nee. So, hier können wir jetzt erstmal nochmal uns ein Medipack machen. Können wir dadurch jetzt hier wieder was aufnehmen? Nee, können wir nicht. Nee, Vielleicht komme okay. ich da rein. Ah, okay, da geht's also weiter. Da wollen wir aber jetzt noch gar nicht hin, weil wir wollen nur erstmal. Ach nee, hier waren wir ja gerade. Verdammt. Doch, dann wollen wir dahin. Hey, den habe ich doch gar nicht. Ach doch, das war ja der. Das war ja der. Eieiei. Ja, der hat, ne, der hat einen Headshot kassiert. War der letzte. Na, lass uns mal gucken. Wo geht's hier rein? Ja. Da hätten wir die aussperren können, die Jungs und Mädels. Die paar Leute, die wir da hatten. Okay, aber hier scheint wirklich WLF-Gebiet zu sein. Also hier ist überall wieder WLF drauf. So, als ob wir hier auch in der Nähe wieder. Ja, Hauptquartier. Achso, wir sind ja auf dem Weg zum Hauptquartier. Wir sind ja in dem. Haben wir in der letzten Folge gehabt, wo Dina ja das Funkgerät hier analysiert hat. Damit wir Tommy finden. Und da hieß es ja, dass irgendwie in Raum 14 oder Zone 14, keine Ahnung, da eventuell das Hauptquartier von den Jungs und Mädels ist. Und wir gucken jetzt und wir suchen jetzt natürlich Tommy, um ihn zu unterstützen. Hat das wer gehört? Nein. Das war so leise. Das hat keiner gehört. Nein, nein, nein. So, dann kommen wir mit. Weil dich brauche ich wahrscheinlich irgendwie. Hier? Oder links daneben? Irgendwie, damit ich da hochklettern kann? Sehe ich das richtig? Gucken wir mal. Hier ist auch wieder so ein Hang.
schnell. Weil das war jetzt aber tricky. Jö, dann gehen wir mal hier runter. Und dann wieder hier rauf. Die haben ja wieder eine Werkbank, wenn ich das richtig sehe. Jetzt zweimal Werkbank hintereinander. Finde ich schon tricky. Die ganze Zeit sonst nie, jetzt auf einmal zweimal. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolfs Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolfs behaupten müssen. Als sie damit anfingen, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht vehement genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an die Wolfs rächen willst. An den Wolfs rächen willst. Glaub mir, mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du wirst nach dem Ausbruch ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben. Uli. Ja, Uli. War, glaube ich, alles ein bisschen zu spät. Aber gut. So, hier haben wir natürlich wieder Werkzeugteile. Lass uns mal hier gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Ein paar Lumpen. Da haben wir dann noch, wie gesagt, das Zeus. Haben wir hier noch was gehabt gerade? Da hier gerade noch was. Da war noch was mit Leben. 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 Hier können wir, wie gesagt, noch uns wieder verbessern. Wir können mal gucken, ob wir diesmal die Pistole verbessern können. Nein. Wir haben zu wenig Stuff, um irgendwas zu machen. Aber vielleicht finden wir jetzt gleich auch ganz viel. Fahrradladen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, sieht aber nicht danach aus, Freunde. Ach du Kacke. Das ist ja mal gar nicht so klein. Holt mich doch, ihr Wichser. Wie kann ich jetzt hier das noch aufmachen? Das wäre jetzt geil, wenn da noch Munition wäre oder anderes Stuff. Aber nee. Aber nee. Gut. Dann gucken wir mal hier nochmal ganz kurz nach, ob wir hier noch irgendwie was übersehen. Außer, dass die Munition überall voll ist und ich nichts mitnehmen kann. Oh. Scheiße. Chandler. Was? Was ist hier? Ach du Kacke. Okay, die sind auf jeden Fall noch nicht hier. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, die sind blind. Also ich hoffe, die können jetzt die Taschenlampe nicht sehen. Weil ich sehe sonst gar nichts, Mann. Das sind die Viecher, oh nee. Aber für die habe ich was. Das war jetzt richtig dumm. Das war richtig dumm. Was mache ich jetzt? Okay.
Zeit es gibt. Hopefully. Ich hoffe mal, dass beide brennen und beide jetzt sterben. Der eine ist nicht gestorben. Aber er brennt noch. Reicht das? Reicht das? Das reicht nicht? Scheiße. Warum reicht denn das nicht? Das hat jetzt gereicht. Alter, der hat jetzt 3 Mollys gefressen. Das ist ja mal gar nicht so wenig. Leck mich am Arsch. Oh, das stinkt. Naja, das ist... Ich hasse Schambler. Schambler? Okay, Schambler heißen die Dinger, ja? Die Viecher. Gut, jetzt können wir uns aber wenigstens hier ganz in Ruhe umgucken. Ohne diese dreckigen Viecher irgendwie anzulocken. Aber auf jeden Fall ist es schon mal gut zu wissen, werde ich sowieso wieder vergessen, dass die auch erstmal blind as fuck sind. Das ist aber gut zu wissen, eigentlich. So, hier haben wir wieder Pillen. So, was können wir denn jetzt hier alles verbessern? Wir könnten jetzt Lauschmus Bewegungsgeschwindigkeit. Bewege dich im Lauschmus deutlich schneller. Halte R1 gedrückt, um mehrere Gegner durch die Wände zu spüren. Na komm, dann machen wir den jetzt hier. Wunderbar, und dann passt es. Dann kann ich nämlich hier drüber mich nämlich auch schneller bewegen. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt sind wir hier wieder in so einer Kindertagesstätte. Oder Kindergarten. Was haben wir hier? Outdoor Sportsman. In dieser Ausgabe. Der große Test. 15 Zielfernrohre für Jagdgewehre. 10 Dinge, die vor dem Häuten wissen müssen. Schnäppchenjäger, hier finden Sie fantastische Angebote für Messerkameras, Nachtsichtgeräte und weitere Ausrüstung. Okay. Okay. Ach, jetzt habe ich hier... Hätte ich das mal gewusst. Dann hätte ich meine 40 Points jetzt nicht dafür verbraten für die... Für diesen Lauschangriff oder Lauschgeschwindigkeitszeugs. Gut. Gut, gut. Gut. Hä, wo kommt der denn her? Ups. Okay, Konzentration. Wo kam denn? Dachte jetzt nicht, dass die jetzt hier sind. Dachte, hier wäre jetzt easy peasy, lemon squeezy. Jetzt sag bloß, dass ich... Ich habe den Zugang zur Treppe gefunden. Nice. Gut. Wir werden uns in der nächsten Folge mal angucken, was uns da oben erwartet. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder eine kleine Runde Spaß. Ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und abonniert unseren Channel, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.